Tausende Menschen haben in Hanau der Opfer des Anschlags von vor 4 Jahren gedacht und gegen Rechtsextremismus und Rassismus demonstriert. Am 19. Februar 2020 hatte der 43-jährige Tobias R. in der hessischen Stadt gezielt 9 Menschen mit Migrationshintergrund, seine Mutter und sich selbst getötet. Gegen Rassismus zu demonstrieren bedeutet für mich, dass die Opfer rassistischer Gewalt nicht alleine dastehen und dass alle anderen aus der Gesellschaft diesen rassistischen Terror nicht unwidersprochen lassen. Am Montag soll in einer Gedenkstunde auf dem Hanauer Hauptfriedhof an die Opfer erinnert werden.